Willkommen zu einer neuen Folge Horse Haven World Adventures. Ja, wir starten in Deutschland. Mit dem Nachbildungsderby hat es ja noch nicht geklappt. Der Romano, wir haben jetzt leider momentan keinen Platz für ihn. Deswegen werden wir ihn jetzt verkaufen. Dann, nee, die Post kommt gleich. Züchten wir erstmal, würde ich sagen. Nehmen wir mal Jack und die gute Woody. Ja, Züchter-Event-Belohnung mit gratis Zuchtverbesserung. Wir nutzen die jetzt einfach mal hier. Und es wird leider nichts. Aber wir schauen gleich nochmal. Oh, es wird die Hera. Wie lange das Züchter-Event noch läuft. Das sollte ja hoffentlich noch ein bisschen. Es sollte jetzt noch nicht so lange aktiv sein. So, gucken wir mal. Melbourne Cup. Ja. Na, 6 Tage, 18 Stunden. Ja, da haben wir doch noch ein paar Chancen. Gut, der Rest geht erstmal auf die Weide. Und dann schauen wir uns nochmal die Post an. So, 8800 Münzen als Stallbursche verdient. Dann, ja, Fantasiepferd, da schauen wir gleich. Die Pferde wurden gestreichelt. Wir wurden von zwei Freunden in Russland überholt. Ja, die Ranch wurde besucht. 19812 Münzen als Zuchtbelohnung. Ich hoffe, es hat geklappt bei euch. Dann, ja, Clubmitteilung. So, jetzt gehen wir aber erstmal zur Fantasieinsel. Und, ja, da ist unser Amethystfeenpferdchen sogar schon erwachsen. Na, schauen wir mal nach. Die gute Athena. Ja, grüne Augen hat sie und schick. Also farblich total schick. Auf jeden Fall. Wertetechnisch. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Kandidat zum Verbessern. Finde ich zumindest. Und mal sehen, wie sie sich dann so macht, wenn sie weiter trainiert. Aber wir können mal schauen, dass wir vielleicht erstmal mit ihr ein Rennen laufen. Frage ist, welches? Brasilien. Oder Russland. Ja, ach komm. So, sie. Und wir nehmen erstmal den Booster. Wir schauen jetzt einfach mal, wie es mit ihr läuft. Ihre Werte sind ja wirklich nicht so schlecht. Von daher. Sammeln wir dann nochmal ein paar Münzen. Ja, ich habe am Wochenende auch ein paar Rennen gemacht. Nicht so viel, wie ich jetzt mir gewünscht hätte. Aber immerhin, wir haben einiges an Eventpunkten dazu bekommen. Und dann würde ich auch sagen, wird Matti bald bei uns einziehen. Ich wollte jetzt nur schauen, dass ich es irgendwie noch schaffe, ein paar Punkte mehr zu bekommen. Und sonst. Oder wir holen ihn und die anderen Punkte, die könnte ich auf jeden Fall noch anders ausgeben. Hatte ich auf jeden Fall noch vor. Ob ich jetzt da für das Pferdchen jetzt hier mehr Diamanten ausgebe oder dann für die anderen Sachen. Ich glaube, das ist ziemlich egal. Hm, vielleicht holen wir es auch schon heute. Also ich habe mir überlegt, dass wir von Matti ein Stütchen holen. Ich habe jetzt zwar noch nicht groß rumgeschaut, aber ich denke mal, Matti ist eher so das Pferd, wo sich die meisten Ehrenhengst holen. Gehe ich jetzt einfach mal von außen. Deswegen würde ich einfach mal ein Stütchen nehmen und dann mal schauen. Irgendwo wird es auf jeden Fall einen Hengst geben zum Züchten. Bis jetzt hatten wir ja immer irgendwann Glück, ein passendes Gegenstück zum Züchten zu finden. So,
Oh, aber auch hier läuft es ganz gut, trotz Geschwindigkeitsreduktion. In Russland haben wir schon 1300 Meter geschafft. Gut, wir hatten den Booster am Anfang, aber. Ja, gut, hier wäre die Ausdauer nochmal gewesen. Ja. Aber es war nicht verkehrt. Ja, mit Gold Fever bin ich hier gelaufen. Und wir können mal gleich nach Frankreich schauen. Okay, 900 Meter haben wir geschafft. Gibt 500 Diamanten aus. Ja, kommt leider zu spät. Wie man am Diamantenstand sieht, habe ich einiges an Diamanten ausgegeben. Und das, ja, nicht ohne Grund. Ja, die Weide sieht ja auch aus. Machen wir aber gleich. Faith. Und zwar hat sie den Sonnenstreicher jetzt auf Diamant. Es war enorm teuer. Ich glaube, 85 oder 95 Diamanten pro Verbesserung. Und da musste ich ja einiges raushauen. Also, das ist Wahnsinn gewesen. Ja, jetzt braucht sie noch Sprung und Tempo auf Diamant. Ja, das ist dann so das nächste. Ina braucht auch noch einmal eine Sprungverbesserung. Und dann ist auch sie erstmal soweit, ja, fertig von den Grundwerten her. Ach ja. So, und ja, Russland und Mexiko habe ich schon wieder soweit. Brasilien müsste ich dann nochmal laufen. Das habe ich leider am Wochenende nicht mehr geschafft. Aber gut. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir nach Montana. In Großbritannien ist momentan noch nichts weiter passiert. Zuchttechnisch von daher eher uninteressant momentan. Aber vielleicht schauen wir zum Vollständigkeitshalber zum Schluss noch mal rein. Mal sehen. So. Achso, hier ist immer noch das Stufe 3er Rocky Mountain. Die verkaufen wir jetzt mal. Wir versuchen es noch mal. Mit Ivan und Mist. 26% sind jetzt nicht so wenig. Aber gut. Es wird immer Stufe 3. Wieso wird es Stufe 3, wenn man es nicht braucht? Jetzt ist es ein Hengstchen. Das Spiel will mich doch echt verärgern, oder? Naja, gut. Wird noch. Dann. Oh, hier gibt es noch den Bonus. Hier gibt es noch den. Ja, okay. Nehmen wir natürlich mit, aber hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, das ist ja immer Wochenendbonus. Vielleicht kriegen wir dann doch noch ein paar Punkte mehr, wenn ich es rechtzeitig schaffe, Brasilien dann noch auf Werteverbesserung zu bekommen. Wir können ja sonst auch mit Faith noch mal ein Rennen machen. Schon mal eine Verbesserung holen, die ist ja sicher. So, das wollen wir jetzt noch mal. Stimmt, hier ist aber auch noch dieser Pfeil für die verbesserten Punkte oder zumindest für den Punktebonus. Die 9000 Punkte habe ich schon erreicht. 3497 haben wir momentan. Wie viel würde sie denn kosten jetzt? 361. Ja, ist immer noch ganz schön, aber ich glaube, mit Faith laufen wir lieber hier, weil die Geschwindigkeit noch nicht so top ist. Genau, da fehlt noch immer Geschwindigkeit. Ah, jetzt regnet es ja auch noch. Das ist schade. Naja. Aber ich mir überlege, wir müssten dann nochmal zigtausend Diamanten ausgeben, um auch den ja, Donnerhuf und den Eisläufer auf Diamant zu bringen. Das ist Wahnsinn. Ja. Mal sehen. Vielleicht lasse ich es dann doch eher bei denen drauf ankommen. Wir haben ja jetzt wenigstens ein Pferd mit Sonnenstreicher, wobei da zwei schon noch besser wären, glaube ich. Weil die einfach zu lange brauchen, um sich von alleine zu erholen. Und mit dem Füttern, ja,
Je nachdem, was sie wollen, ne? Das kann ewig dauern, bis man wieder das nächste Rennen starten kann. Das ist schwierig. Ich glaube, in Mexiko war es auch so, wir brauchen nur einmal verbessern, ne? Also theoretisch, je nachdem, wie man hier läuft. Wobei die Geschwindigkeit ja nicht auf Diamant ist. Ein- oder zweimal verlängern das Rennen und dann sollten wir es eigentlich geschafft haben, wenn alles gut läuft. Und dann müsste ich nochmal schauen, als nächstes wären dann ja zum Beispiel die Fjordis. Auf jeden Fall noch mit auf der Liste. Zum Verbessern. Oder zumindest eins von den Fjordis. Oh, das war schlecht. Aber immerhin schon über 2000 Meter. Jetzt sind wir bald bei der Hälfte. Ist aber klar, ne? Jetzt wo wir den Sonnenstreicher auf Diamanten im Wert haben, da kommt hier natürlich zur Werteverbesserung Regen, damit wir auch ja nichts davon haben. Aber ich glaube, sie hätte sonst sowieso nur Eisläufer noch gehabt, ne? Ah ja. So, jetzt müssen wir gleich verlängern. Aber wir können ja leider die Ausdauerverbesserung da nicht mehr kaufen. Aber es könnte trotzdem reichen. Immerhin den Booster gibt es ja nochmal. So, nochmal Ausdauer bekommen. Und dann sind wir ja auch gleich bei 4000 Metern. Ja, jetzt machen bei dem Wetter natürlich auch die Pfützen, die Matschpfützen hier ein bisschen mehr Sinn. So. 1000 Meter noch. Und ich würde sagen, wir holen dann einfach Matti. Ich muss nur schauen, wo ich Platz für sie dann habe. Ich glaube, in Frankreich waren Boxen frei und da züchten wir ja momentan auch nicht. Ich glaube, Frankreich wäre dann erstmal so der beste Ort. Gehen wir da dann nochmal hin, schauen uns dann das Pferd an. Und ja, die anderen Punkte würde ich dann schon ganz gern irgendwie für ein, zwei Sättel noch ausgeben. Ich denke zwar nicht, dass ich da nochmal 1000 Punkte zusammenbekommen werde, aber ein Sattel wäre schon nicht so ganz verkehrt. Ich bin zwar jetzt nicht so diejenige, die gerne viel Deko und Sättel und Decken und sowas auf den Pferden hat, ja, aber ab und zu ist es doch mal ganz schön. So.
So, 5000 Meter geschafft und damit sind wir auch schon... Ah nee, wir haben nochmal Ausdauer bekommen. Ich würde gerade sagen, damit war es das dann auch schon, aber wir gucken mal, wie weit wir jetzt noch kommen. Es wird ja nicht mehr ewig sein. Den nächsten Bonus, den wird es wahrscheinlich erst geben, wenn wir nochmal verlängern würden. Aber da wir das nicht vorhaben... Genau, jetzt ist... Was? Ach nee, wir müssen weiterlaufen. Ah, ja, super. Blödsinn. Das war bei den 5000 Metern, aber ich habe ja nochmal das Rennen soweit. Ja, dann müssen wir halt doch nochmal ein bisschen laufen. Kriegen wir aber auch hin. Bis 8000 Meter war es jetzt, glaube ich. Ja, mal sehen. Vielleicht schaffen wir es jetzt mit dem. Vielleicht müssen wir noch 14 Diamanten ausgeben. Oh mein Gott. Darauf kommt es ja nicht. Ich glaube, wir sind immer von 10.000 Diamanten jetzt schon auf 7.000 Diamanten runter. Durch diese Verbesserungen. Aber was man hat, hat man, ne? Klar, einiges haben wir leider zum Fenster rausgeworfen. Das ist ärgerlich, aber gut. Ich bin sehr froh, dass es dann bei der letzten Stufe geklappt hat, beim Sonnenstreicher, weil das wäre richtig bitter gewesen, wenn man da fast 1000 Diamanten da für nichts rausgekloppt hätte, dann, ja. Ich glaube, dann vergeht es einem auch erstmal die Lust am Spiel. So. Naja, und das alles bei diesem Mistwetter hier. ...1200 Meter, also wir müssen noch einmal verlängern. Das kriegen wir so nicht hin. Bonus gab es komischerweise auch schon länger nicht, oder? Habe ich den einfach nicht... Ah, hier, da kommt er. Bringt uns jetzt leider nichts. Schade. Na gut. 800 Meter noch. Theoretisch müssten wir unser Pferd nach so einem Wetter auch erstmal trocknen, bevor wir sie in den Box stellen, ne? Nachher wird sie krank. Aber gut, sowas mit Krankheiten gibt es ja zum Glück hier nicht. Ich denke mal, das wäre sonst auch mega teuer, wenn die ganzen Pferde, die man hat, immer mal wieder krank werden würden. Ja. Oder allein das Impfen und Entwurmen. Das, würde ordentlich an den Münzenbestand gehen, aber vom Prinzip her... So, jetzt kommen wir ja doch noch ganz schön weit. Ja, wobei, bei den 9000 Metern werden wir wahrscheinlich doch nicht mehr landen, aber egal. So, aber wir haben immerhin jetzt die Verbesserung sicher. Mal sehen, vielleicht mache ich Brasilien dann auch einfach so und wir schauen dann hoffentlich nochmal bei den Rennen rein und schau mal, wie sie sich dann da schlägt mit diamantenem Werten. Dann sollte ja zumindest keiner mehr komplett abzischen können und uns im Regen stehen lassen, wenn wir ja nicht den Anschluss verpassen und den Start vermiesen oder danach nicht vernünftig den Bonus, den Geschwindigkeitsbonus abholen. Ja. Sehr gut. Okay. Aufgabe abgeschlossen. Wieder hier? Nee. Oh, erreiche 1200 Meter im Jagdrennen in Mexiko. Den Paddock in Deville reinigen und 3000 Münzen. Ernte 4 blaue Futter und Ernte Soja.
Haben wir hier irgendwo blaues Futter? Nein, haben wir nicht. Ich glaube, das dauert jetzt auch zu lange. Das kriege ich nicht mehr hin. Da kommen aber Soja ernten. Ernten noch ein bisschen Soja. Das gibt wenigstens auch noch ein paar Punkte. Können wir immer gebrauchen. Ach so, ja. Und bei den Zertifikaten muss ich mich langsam mal entscheiden. Ich weiß gar nicht, gibt es sie? Gibt alle noch. Gut. Hätte natürlich auch schon sein können, dass sie es irgendwer ausverkauft ist, sozusagen. Ich weiß es immer noch nicht. Bin mir da wirklich überhaupt nicht sicher. Gut. Wie viele Punkte haben wir jetzt? 3629. Tauschen wir ein und sagen 350 Diamanten. Goodbye. So, dafür bekommen wir die gute. Ja. So. Und da ist sie, unsere Matti. Ja, die Rosen sind doch auch wieder die gelben Rosen, das hat doch auch Edi. Steht ihr aber auch ziehen. Komm, wir gehen jetzt in die Umkleide. Und ich finde immer diese Stempel total schön. Und da steht ihr so gut. Ja, jetzt müssen wir nur noch ein Hengstchen zum Züchten finden. Mal sehen, ob das bis zum nächsten Mal klappt. Anziehen werden wir ja erstmal nichts, würde ich sagen. Nee. Ja. Sehr schön, da ist sie. Ja. Wertetechnisch nicht gut, müssen wir mal so sagen. Sprung ist überhaupt kein Bonus drauf. Ausdauer Silber mit einem Schleifchen und Tempo Silber mit zwei Schleifchen. Ja. Mal sehen, wie sich das dann noch weiterentwickelt mit den nächsten Stufen. Ich würde sie jetzt erstmal trotzdem einmal auf die Weide schicken. Bisschen trainieren. Und unseren Groninger auch. Gut. Ach so, steht denn schon fest, welche Pferde es als nächstes gibt? Nein, hier ist noch nichts. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, ich schaue mal, ob ich ein Hengstchen zum Züchten finde für sie. Ja, unser Diamantenbestand. Ja, das ist schade. Es sind jetzt fast 3000 Diamanten noch, die runtergegangen sind, aber gut. Dafür haben wir dann bald ein Pferd, das bei den Rennen zumindest eine Chance hat. Sagen wir es mal so. Eine bessere Chance auf einen guten Platz hat. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!